Seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge auf dem Deck der Albatros. Ja, wir mussten in der letzten Folge schmerzlichst feststellen, dass Dandolo über Bord ist. Und das müssen wir auch gleich mal Gernot mal bestätigen, dass wir ihn suchen werden. Ich werde Dandolo suchen. Das ehrt dich zwar, doch weißt du, worauf du dich da einlässt? Du könntest bei dieser stürmischen See ertrinken. Ich weiß es. Trotzdem werde ich Dandolo suchen. Das bin ich unserem alten Freund schuldig. Ja. Na schön. Ich sehe, dass es dein fester Wille ist. Außerdem bin ich froh, dass es jemand versuchen will. Dann bleibt mir nur noch, dir Glück bei deiner Suche zu wünschen. Innos möge dich beschützen, mein Freund. Pass gut auf dich auf. Ja. Fällt gerade was ein, stürmische See. Und zwar, ich mag ja auch so ganz gerne Mittelaltermusik. Und da gibt es eine Gruppe, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es gibt ein Album, das nennt sich Raue See. Vielleicht weiß ja eine oder andere, welche Gruppe ich meine. Was mache ich denn jetzt? Der Dandolo ist futsch und ich soll ihn suchen? Das heißt, ich muss selber über Bord springen? Na, das wird lustig. Gucken wir erstmal so. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwo Festland. Moment mal. Uno momentos. Ich meine jetzt nicht die Bonbons. Da hinten ist ein Schiff. Sieht aus wie ein Wrack. Also, ich werde es wagen. Und natürlich kommen natürlich bestimmt irgendwelche Überraschungen, weil er sagt, es ist eine stürmische See. Da will ich erstmal speichern, liebe Leute. Nun denn, dann werden wir mal ganz vorsichtigst erstmal hier runter. Oha. Okay, gibt es irgendwelche Monster oder sowas? Ich rechne mit allem, ich weiß es nicht. So, lass mal los. So, wo ist jetzt hier nochmal das Festland? Das müsste und zwar ein Backbord sein. Na Junge, du kannst doch schwimmen, du kannst tauchen. Hast du doch alles gelernt. Auf Athanos. Bei dem Fischer. Ach ja, hier geradeaus. Okay. Also doch, Steuerbordseits. Ja, ich glaube, da werde ich mal das Ganze abkürzen. Wenn was passieren sollte, dann müsste ich dann sozusagen fix reinschalten. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da wird nichts passieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin genauso neugierig. Okay, werden wir das mal verschnellern. So, bis hierhin ist nichts passiert. Wir nähern uns dem Wrack. Und das sieht aus, als wäre das Wrack auf eine Sandbank aufgelaufen. Dann werden wir mal irgendwann ein bisschen mehr den Bogen machen. Weil ich vermute, dass da noch was ist. Oder ist einfach nur ein leeres Wrack und dann gibt es ein paar Sachen, die man auflesen kann und fertig aus. Das ist ja richtig kaputt. Gut gemacht. Gut kaputt gemacht. Oh. Aha. Auf jeden Fall hängt da irgendwie ein Fischernetz oder sowas. Oder auf jeden Fall. Oh. Na, super. Ja, okay, ein Ork ist schon mal in Sicht. Ork in Sicht! Nicht Land in Sicht, Ork in Sicht. So. Heißt, wir werden erstmal weiträumigst den Ork erstmal meiden. Okay, Schatten. Ja. Und schauen wir mal, ob wir hier irgendwo. Ups, sorry. Hier anlanden können. Ah ja, das geht hier an der Stelle. So, hat er uns schon entdeckt? Nein, hat er uns noch nicht. Okay, das läuft. Oh, hier gibt es sehr viele Sachen. Was ist denn das überhaupt für ein Ork? Ach, ein leichter Ork-Matrose. Ey, sorry, ich werde das wirklich nicht los. Also dieses mit dem Ring. Okay, Ork-Matrose. Ork-Matrose. Okay. Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Oh. Gut. Ah, jetzt kommt auch wieder ein bisschen Musik. Speichern, essen. Ja, der Ork-Matrose. Jetzt gucken wir mal weiter, was wir hier alles so finden können. Vielleicht finden wir auch Dandolo. Ach, hier ist eine Pfanne. Schön. Da hinten ist noch ein Ork. Auch ein Ork-Matrose.
Auch ein Ork-Matrose. Scharfes Messer. Dann machen wir erstmal den Ork-Matrosen. Palat. Palat, ja, ja. Zwar im Schleichmodus. Nee. Hm. Was schleichst du denn da rum? Ich mach dich fertig, Mauer. Superklasse. Ich dachte, der wollte mich freundlichst ansprechen, aber das hat er nicht gemacht. Ja, die Musik, die läuft. Die läuft. Die läuft gut. Ein Baumstamm mitten auf der Insel. Auch schön. Also hier kann man auch wieder Holz hacken. Ach, da hinten sind noch mehr Orks in einer Höhle. Toll. Ach, hier gibt es noch Holzscheite und sowas. Mache ich alles im Off. Das dürfte eine Hornmuschel sein. Richtig. Ja, wir wollen natürlich erstmal wissen, ob wir da hinten wie viele kriegen. Ja, das sind viele. Viele. Ein Ork-Matrose. Mal gucken. Oh, ein Ork-Matrose. Sind alles Matrosen. Alles Matarosen. Tja, wie viele denn noch? Zwei nur. Dann könnte ich die eventuell doch noch kriegen mit... ja, soll ich das machen? Ich glaube, ich mach's mal. Unwetter. So. Vielleicht ist es dann nicht so kompliziert. Jetzt, wie mir geschrieben worden ist, dass ich immer die kompliziertesten Wege finde, um irgendwelche Orks zu vernichten. Na gut, okay, ich hoffe, das war eigentlich die unkomplizierte Variante Spitzhacke. Da hinten, oh, hä? Ein Ork, der hackt. Ein Hacke-Ork, oder wie, oder was? Mutaner Ork-Speer, gut, okay, ja, speichern. Ja, da würde ich mal sagen, dass wir den mal... Okay, geht er die Truppen alleine hoch? Nee, die geht er nicht alleine hoch. Da hinten ist da noch mehr. Nee, das ist nur bis jetzt der einzige hackende Speer. Ja. Komm. Ach, du glaubst ja jetzt nicht, ne? Naja, auch hier Spitzhack, als hätte ich nicht genug von den spitzenden Hacken. Machen wir im Off roher Rubinbrocken. Weiß jetzt nicht, warum jetzt hier die Musik die ganze Zeit reinkommt. Ups. Hab ich jetzt die Stufen nicht gesehen. Vielleicht kann ich das... Ich weiß nicht. Ich glaube, beabsichtigt ist das nicht. Roter Erzklumpen. Vielleicht werde ich das Spiel nochmal neu starten an der Stelle und vorher abspeichern. Vielleicht... Ich muss mal selber mal alles herausforschen. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt ist eine andere Musik drin. Nee, doch nicht. Okay, dann ist das gewollt. Das hat auch eine gewisse Dramatik. Das war die Dramatik, Dandolo zu finden. Ich mach dich fertig, Mora. Oh, Mann. Hä? Von Bobbe? Habt ihr es gesehen? Der ist auf mich drauf gejumpt und da gab's schon gleich hier Energie. Goldreduktion. Ja, hör mal auf zu labern. Ich muss neu anfangen. Tja, damit wäre jetzt auch bewiesen, dass Schaden bei demjenigen eintritt. Ich mach dich fertig. Genau, Mann. Richtig. Wenn man auf dem runterdotzt oder donnert. So, ich will dich erstmal im Eisblock stoppen. So. Trotzdem hat er mich vorher noch gekickt. Okay, okay, haben wir. Ist ein Goldhatter. Okay, dann werden wir uns ein bisschen weiter vorwagen. Aber vorher mal wieder abspeichern. Ja, das Ganze erinnert mich doch also an der Funktionalität. Knallt einer auf deinen Kopf, verlierst ein bisschen was an Leben. Es erinnert mich so an die 80er-Jahre-Spiele, wie zum Beispiel Gianna Sisters oder Mario Brothers. Vielleicht kennt das ein oder andere. Moment mal, ich werde mal wieder hier mal den Eisblock, falls wieder genau, richtig. Mora. Genau. Die sind mir doch noch ein bisschen zu... Ah, mein Ding wieder. Okay. Bisschen zu kompliziert zu nehmen. Wo ist die Algasch? Da ist er. Ja, gosh. Okay. Ja, mal zwischenspeichern.
Was haben wir denn hier? Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Ja, die nehmen wir mal mit, die schleppen wir mal mit und im Off mal wieder den Ring an und aus und angezogen. Wie viel habe ich denn noch an? Ja, das reicht noch. Da ist schon wieder so ein Ork-Krieger. So. Freeze! Very good. Gut, dass die so vereinzelt sind. Und nicht so auf der Masse hängen. Was Besonderes? Nichts Besonderes. Wow, what the sounds. Okay, manchmal mache ich ein bisschen mit, was Sounds angehen. Endlich wieder ein bisschen Ruhe, da kann man auch besser hören, ob da noch irgendwas... Ich mach dich fertig, Mora. Ums Eck, ich fass es ja nicht, ne? Mann, das war ja auch noch... Sorry, falsche Taste. Das war ja auch noch ein Armbrustschütze. Ist ja eine Armbrust jetzt hingeflutscht? Nirgendwo hin oder was? Dann haben wir wohl hier Pech gehabt. Schauen wir mal, was sich denn hier verbirgt. Ob da noch mehrere sind? Nee, das ist nur so ein Durchgang zur anderen Seite dieses Klippens. Dieser Klippe besser gesagt, oder dieses Felsens. Und da ist ja schon mal wieder ein... Nee, ich werde mich erstmal so... Habe ich nicht genug Abstand. Fertig, Mora. Oh! Was, jetzt bin ich wieder völlig verwirrt. Ein Schamane ist dabei. So, wen haben wir? Oh, das ist auch noch ein Captain. Oh, Captain. Gucken. Habe ich Glück oder habe ich Glück? Ich habe Glück. Kein Kratzer abbekommen. So, was hat denn der Oh, Captain hier alles sagt? Oh, Captain, mein Captain. Schlachtaxt. Ja, die Musik, diese Titelmelodie, die kommt jetzt immer wieder, je nachdem, wie ich hier angefangen habe. So, wo ist denn der Schimpanse? Da ist er. Der ist noch im... Ach, der ist noch hier im gezogenen Feuerballmodus. Überlegen, kann ich ihn eventuell einfrieren? Los. Ja, los. Wenn ich die Taste drücke, ist so. Ah, super klasse. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ah, er friert. Ach, der arme Schamane friert. Jetzt wird wahrscheinlich noch irgendeiner ums Eck sein. Nein, doch nicht. Ach, Glück gehabt. Ein einsames Feuerchen. Oh, einen kleinen Feuersturm. Goblin-Skelett erschaffen. Ach so, das sind hier die ganzen Sprüche, die hier so liegen. Na, gucken, was hast du denn? Na, nichts Besonderes. Ja, ein Feuerchen. Oh Gott, hier kann man ja auch noch irgendwie rumkraxeln. Elixier des Geistes, das ist gut. Elixier des Lebens, da können wir ja wieder zugreifen. Paket mit Bolzen. Ah ja, okay, mit Bolzen. Ganz viele Paketbolzen, Bolzenpakete. Dann schauen wir mal unter den Getränken, was wir denn so haben. Wir haben, ganz wichtig hier, Elixier des Lebens, das gibt nochmal 20 dazu. Und Elixier des Geistes gibt 5 Mana zusätzlich. Schmeckt mir. Macht es Sinn, jetzt hier irgendwie experimentatorisch hier an diesen scharfen Klippen zu klettern? Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich gehe wieder runter. Loote im Off und hacke hier mal ein bisschen auf die Erzklumpen rum, ne? Oh, da fällt mir gerade auf, ich habe mein Wissen gesteigert, gerade über 5%. Jetzt liege ich bei 65% und ich hacke weiter. Es gab schon wieder 5% dazu. Cool. An einem einzigen Klumpen. Naja, dann gehe ich weiter und ihr wisst Bescheid. Ja, schade, jetzt ist es zu spät. Ich habe gerade mein Wissen über Edelsteinhacken verbessert. Also jetzt schon wieder. Jetzt sind es insgesamt 10. Plus 10. Moment mal, gucken wir mal einfach mal rein. Da müssten es 30 sein. Richtig, genau. Okay, dann suchen wir mal weiter.
Ja, machen wir mal Pause. Ich habe so viel gehackt, dann wollen wir mal ein bisschen was an Fleisch braten. Ne, 50 Stück an einem so einem kleinen Stöckchen. Nicht wieder auf, ich möchte noch mal eine Runde braten. Das reicht mir noch nicht. Ich habe doch bestimmt über 100. Los. Ja, komm. Lecker, lecker. Über der Glut. Das macht das Fleisch richtig gut. So, da sind wir hergekommen. Und hier geht's runter. Ein Kochlöffel, ja toll. Brauchen noch ein paar. Ja, Moment mal, Rezepte habe ich doch gekauft beim Lukas. Gucken. Vielleicht kann ich ja was kochen. Kochen. Diese einsamen Insel. Nein, ich kann nichts kochen. Wieso denn eigentlich nicht? Ich habe da Rezepte. Naja. In Gothic war ich noch nie der große Koch. Dann schauen wir mal weiter, was es hier noch so alles gibt. Erstmal hier wieder mal ein bisschen kreuz und quer gucken. Dann gehen wir nachher auf das Wrack hier. Ich glaube, dass... Ja, hier gibt es Fische. Mhm. Trockenfisch. Die Inuit, die mögen das. Schon mal Trockenfisch gegessen? Ich noch nicht. Trockenfleisch schon, aber... Trockenfisch? Wie schmeckt das wohl? Ich wüsste auch nicht, wo man Trockenfisch kaufen könnte. In Deutschland. Man kriegt noch nicht mal hier in Deutschland Surströmming. Aber das würde ich euch nicht raten, das zu kaufen. Weil das ist eine ganz spezielle Spezialität aus Skandinavien. Das ist vergorener Fisch in einer Dose. Oh. Aber ideal als Geburtstagsgeschenk. Und zwar vorher fragen, ob die das kennen. Ne? Und dann immer schön unter Wasser aufmachen. Bloß nicht. Und dann im Freien, ganz wichtig. Ziegenhorn. Was, Ziegenhorn? Seit wann gibt es ein Ziegenhörner? Muss ich mal gucken. Gut, okay, ich habe ganz normales Horn hier. Drei Stück jetzt schon. Oh, mal weiter gucken. Ach, da ist es. Ziegenhorn, das Horn der Ziege. Ein Trinkbecher. Gut, okay, ich habe auch ein paar Hörner bei mir zu Hause. Da trinke ich auch immer draus. Aber jetzt wissen wir, dass es hier ein Ziegenhorn gibt. Apropos Ziegenhorn. Ich glaube, ich gehe mal eine Runde schlafen. Das heißt, wir werden mal eine Runde in unserem schönen... Schlafsack aus Ziegenwell schlafen. Bevor wir da in das Wrack reingehen. Ach ja. Bup, bup, bup. Ausruhen. Ah, machen wir mal bis zum nächsten Morgen. Dann ist auch der Regen weg. Nee, doch nicht. Okay, dann nicht. Und jetzt beginnt die Musik wieder. Die höchst dramatische Musik. Ich gehe noch ein bisschen Fisch und Muscheln auflesen und im Off die ganzen Sachen öffnen und bearbeiten. Da hinten. Jo. Was befindet sich denn hier noch? Okay, außer Hornmuschel. Was ist das? Ein Schild. Aber wahrscheinlich ein Schild von dem Schiff hier abgefallen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann. Okay, ein paar Perlen habe ich noch nicht geöffnet. Aber jetzt gucken wir doch mal, was es upsala, hier so gibt. Vielleicht ist hier noch irgendwer an Bord. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme an Bord. Boah, liegt da schief hier. Alles in Schieflage. Schauen wir mal. Hier gibt's... ein Weinfass. Okay, jetzt haben wir wieder ein Weinfass. Jetzt haben wir zwei Weinfässer. Ja, ich weiß, irgendwer braucht ja noch Weinfässer. Im Turm. Ich weiß das. Ich weiß, das habe ich... Oh, hier eine Kiste mit Proviant. Das ist auch gut. Weiter gucken. Oh, da kriegt man ja echt hier einen Schädel dabei. Ach ja. Okay. In Holland war ich mal in so einem Freizeitpark. Das war so ein schiefes Haus. Leute. Und dann war die Ebene so gestaltet, dass auf dem Billardtisch alle Kugeln irgendwie nach oben rollten. Vielleicht kennt ihr sowas. Aber wenn ihr so lange in so einem Häuschen seid, dann werdet ihr gaga. Ja, das war's dann jetzt hier wohl, oder wie, oder was, oder was, oder wie. Hier bin ich ja schon drin gewesen. Hm. Gucken wir mal ins Logbuch. Gibt's was Spezielles? Mann über Bord. Dandolo wird über Bord gespült. Ja, ach, hier steht was. Mhm. Ich habe beschlossen, Dandolo zu suchen. Ich werde trotz der sturmgepeitschten See zu den Riffen schwimmen. Jetzt zahlt es sich aus, dass Fred mir das Schwimmen, ja, das meine ich ja, mir das Schwimmen beigebracht hat. Wenn ich richtig gezählt habe, gibt es 7 Riffe, davon sind 2 besonders groß. Diese beiden sollte ich mir auf jeden Fall ansehen. Mhm. Das sind also Riffe. Schön.
Schauen wir mal weiter. Die Riffe. Zwei große Riffe, die ich als erstes ansuchen soll. Gibt's hier noch was? Nein. Das ist ja auch keine klare Sicht hier. Hier ist unser Schiff da hinten. Da ist noch was Großes, da ist was Kleines. Na, das kann ja heiter werden. Nun werde ich mal hier... Moment. Wo? Schlechte Sicht. Da war er doch hier. Ach, da. Oh, Leute, das ist absichtlich so gemacht? Fragezeichen? Kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann werden wir mal im Speedrun, also mit überspringen, mal darüber zum anderen Riff schwimmen. Es ist ja nicht so, dass ich das meiste unerforscht lassen will. Hier zum Beispiel den hier, von dem sind wir gerade gekommen. Dann hier so ein kleinerer hier, wo es wohl nirgendwo was gibt. Das ist also einer von den kleineren, der in der Nähe des ersten oder des zweiten großen ist. Dann haben wir den etwas größeren hinter dem kleineren. Und wir sehen hier erstmal auch keine Anlandemöglichkeit oder auch nichts Besonderes. Nicht wahr? Okay, einmal rum. Dann gehen wir nachher mal rüber. Ja, auch diesen hier einmal umkreist. Und auch unten geguckt, ob es da eventuell so einen Höhleneingang gibt. Gab es aber nicht. Und jetzt geht's geradeaus zum nächsten Riff. Leute, das dauert ja ewig. Aber hier links von dem anderen großen Riff ist ja auch noch ein kleines Riff. Und rechts daneben gibt es noch zwei auch kleinere Riffe. Also werde ich erstmal das ansteuern und gucken, was da eventuell gibt. Ah, das sieht ja aus, als könnte man hier irgendwo anlanden. Gucken, wie sinnig das jetzt ist. Nee, das ist auch nur ein Fake, wa? Doch, na, los, hier. Ja. Ja, da ist aber nichts. Gute Aussicht haben wir hier. Oh, man kann sogar richtig schön steil drüber gehen. Okay, ist hier was? Einfach mal schnell eine Übersicht bringen hier. Und ansonsten nichts. Und hier sind wir wieder angekommen und jetzt geht es in die Richtung da hinten. Zu den anderen Riffen. Doch da werde ich mal wieder einen Sprung machen. Jawohl. So, jetzt bei diesem großen sind wir jetzt hier irgendwie. Ich habe geguckt, ob wir da mal auch unten... Aber erstmal müssen wir einmal rum. Das ist Textur. Ich werde einmal rumlaufen, mal gucken, ob es da was gibt. Ja, mit rumlaufen ist hier nicht viel. Ich bin einmal rumgeschwommen. Auch immer geguckt, ob irgendwo ein Höhleneingang ist. Aber so, wie ich das hier erkennen kann. Hier, wo die Gischt so rüberspricht, bricht, haben wir hier eine kleine... Oh, war ja Anlandungsmöglichkeit, wo ich noch hoffe, dass ich speichern kann, bevor mir da hinten irgendwas wieder überraschend begegnet. Dann werden wir mal sicherheitshalber mal schon mal Schwertje ziehen, die Katana, und gucken, was hier so an Land alles angeschwemmt worden ist, außer Fisch und Muscheln. Und hier kann man auch gut kraxeln, so wie ich das sehe. Ja. Was? Stopp? Ja, okay. Noch Fisch und... Ah, das ist mehr so... Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, du liebes Läuschen. Muss ich ja zusehen, dass ich irgendwie hier hochkomme? Nein. Manometer, ich hab's doch geahnt. Irgendwas kommt auf einen zu. Ich brauche mal wieder meine Blutschutzrüstung. Ja... Ja, und peitsch mich da so rum, ne? So, Golem-Schutz, Rüstung angezogen und den Sturmknecht angelegt. Aber nicht den Geschwindigkeitsring. Ja, der ist natürlich da auch wieder. So, jetzt werden wir mal ihm einen auf die Glocke hauen. Wo war der hier irgendwo, ne? Irgendwo war der doch hier. Da ist er. So, hauen wir ihm gleich mal auf den... Oh, lustig. Den kann man wieder in Grund und Boden hauen hier, oder was? Das macht Spaß. Sehr schön. Wunderbar. Okay, die Sachen werde ich im Off looten. Ja, gelootet und ein bisschen die Muscheln untersucht, außer Schwefeln und eine Perle vielleicht. Da ist wieder was. Da bewegt sich auf jeden Fall wieder was.
Und das ist ein Nachtgreif. Ach, dann haben wir auch noch Nachtgreif. Na, muss ich mich mal wieder umziehen. Und mal schauen, wie wir das mit dem Nachtgreifen hinkriegen. Komm. Okay. Bin ich mal gespannt. Okay, den kann man mit Bogen ruhig etwas schwächen, aber er hat mich auch geschwächt. Was gibt's denn hier? Okay, 10 Federn. Schauen wir mal, was da noch kommt. Da hinten war noch was. Noch mehr Nachtgreife, okay. Los. Ne. Jawoll. Kaputtnick. Da, wo zwei sind, ist bestimmt noch ein dritter Nachtgreif. Da, irgendwo da oben. Ach, da. Und da hinten ist auch noch ein nackter Nachtgreif. Oh, hier gibt es einen Weg. Mhm. Dann machen wir Folgendes. Gehen wir erstmal runter hier auf den Weg. Schauen wir mal, ob wir wen finden oder etwas finden. Ich schätze mal, dass die Nachtgreife so positioniert sind, dass sie mich überraschenderweise von oben angreifen. Das war jetzt ein Schattenläufer. Was war das jetzt? Eine Höllenbestie. Ach, du liebes bisschen, keine Chance. Machen wir es erstmal anders. Und zwar werden wir erstmal den Nachtgreifen da gegenüber mal ein bisschen auslöschen, bevor wir zum eigentlichen zur Höllenbestie da rübergehen, die hier gegenüber irgendwo ist. Ach, die ist da gegenüber, wa? Ja, irgendwo in so einer Höhle war sie. Wo war sie denn jetzt? Da ist sie. Richtig, da läuft sie rum. Oh, da muss ich mir was überlegen, Leute. Dann probiere ich mal eine andere Geschichte aus, wie ich den mal so peu à peu schwächen könnte, die Höllenbestie. So, und zwar, ich habe im Off so ein bisschen was ausprobiert. Feuerball oder riesiger Feuerball, das bringt alles nichts. Ich mache es mal peu à peu mit Eisblock. Ach, da ist er schon. Okay. Nein. Ich habe vorher, bevor ich das gestartet habe hier, habe ich den Ring aus und an, abgezogen. Okay, jetzt haue ich wieder ab. So, und dann gehe ich wieder ein bisschen mich entfernen. Und hoffe, dass die Bestie hier nicht hinterherkommt. Okay, kommt sie nicht. Wir haben noch ein bisschen Energie, besser gesagt Mana für den Eisblock. Hoffentlich bleibt er jetzt geschwächt. Da ist er. Da war. Und säbeln, ja, richtig hinrennen. Und so weiter und so weiter. Ach, da kann man Schatz ausgraben. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, das soll es erstmal sein. Das war der zweite Durchgang. Der zweite Durchgang. Kommt er hinterher? Nö. Okay, mal ein bisschen Mana trinken. Und schauen wir mal, ob wir das jetzt zum beenden können. Okay, wenn ich zu eckig bin. Ja, da ist er noch. Okay. So, und jetzt dürfte es doch klappen. Das wird knapp. Das wird knapp. Immer schön kurze, schnelle Schläge. Ja, das könnte... Nein! 550. Was gibt's denn für die Höllenbestie? Zwei Knochen. Haha, Knochen. Okay, Höllenpilze, ja. Wie kann es auch anders sein?
Höllenpilze. Und ja, du sollst da ausgraben. Weiß ich, lass mir aber Zeit. Ich will erstmal hier die Höllenpilze aufsammeln. Die bringen bestimmt schön viele Sachen. So, jetzt gehen wir hin und hacken mal hier rum. Mal gucken, was es gibt. Ja, und dann dürften wir auch schon wieder für diese Folge. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was ist los? Was? Mittlerer Lederbeutel. Ich habe irgendwas mit dem schwarzen Degen gelesen. Da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Teil gleich ist. Und Lederbeutel jede Menge. Gucken wir mal. Schwarzer Degen. Okay, Schaden 165, benötigte Geschicklichkeit 120, die ich nicht habe. Siehste, 20 zu wenig. Einhorn-Talent-Bonus 10. Ah, da müssen wir darauf hinarbeiten. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr hier bis hierhin zugeguckt habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.